Ja, und wir haben die Adventzeit, wie man unschwer erkennen kann. Eigentlich beginnt der Advent ja jetzt erst, am Sonntag. Aber wenn man so in die Kaufhäuser sieht, hat der Advent ja, glaube ich, fast schon Mitte Oktober begonnen und beginnt alle Jahre ein bisschen früher. Ist nicht schlecht für die Wirtschaft, nur für die Menschen wird der Advent verdammt fad. Früher war es so, dass man in der Adventzeit sich gefreut hat, wenn die ersten Sachen in den Auslagen waren, in den Zuckergeschäften, die hat es damals übrigens noch gegeben, die ersten Krampusfiguren aufgetaucht sind, hat man gewusst, jetzt ist bald der Krampus, jetzt kommt bald der Nicolo und die Adventzeit beginnt. Wie gesagt, es beginnt immer häufiger. Auch die städtischen Verwaltungen haben angefangen, bereits Mitte November sich auf das Weihnachtsgeschäft einzustellen. Es werden die Straßen bereits Mitte November beleuchtet. Gut, mag sein, wie es ist. Wir haben aber heuer, und da kann der Advent nicht darüber hinwegtäuschen, ein fürchterliches Jahr, ein Horrorjahr. 2020 hat in vieler Hinsicht uns einiges an schlimmen Dingen beschert. Wir haben Corona, das uns seit Anfang des Jahres verfolgt, mit fürchterlichen Auswirkungen. Zum einen, es ist eine Erkrankung, keine Frage, es sterben Menschen daran, es werden Menschen krank, aber was noch wesentlich schlimmer ist, Corona spaltet auch die Gesellschaft. Wir haben zwei Gruppen, zwei extreme Gruppen. Die einen, die am liebsten die Maske anbieten würden, einen Altar errichten würden im Haus und die Maske dort anbieten, oder die sogenannte, wie sagt man da, Biedermeier-Zeit verherrlichen, obwohl das war eine grausliche Zeit. Wenn man bedenkt, dass die Leute nicht gerne damals zu Hause geblieben sind, sondern mussten, weil es wie einen Polizeistaat hatten unter Metternich. Das darf man nicht vergessen, also so schief war der Biedermeier nicht. Und so schön wird er auch jetzt nicht sein. Zum andererseits haben wir die Wahnsinnigen, die am liebsten mit Aluhut herumrennen und alles in Frage stellen und bei jeder Kleinigkeit irgendwo eine Verschwörung wittern. Ich finde es nicht nur widerlich, ekelhaft und primitiv, wenn sich jemand, Gott sei Dank war es nicht in Österreich, auf eine Bühne stellt und als Corona-Leugner behauptet, sie fühlt sich wie ein NS-Opfer. Also ganz ehrlich gesagt, diese blöde Gans, und ich sage wortwörtlich diese blöde, dumme Gans, weiß nicht, was es heißt, wenn man von einem totalitären Regime verfolgt wird, wo man nicht weiß, ob man am nächsten Tag nicht irgendwo in einem Konzentrationslager endet und behauptet jetzt, man setzt sich mit diesen Menschen gleich. Das ist nicht nur primitiv, das ist blöd, das ist fast ein Kriegsverbrechen. Was für mich ganz schlimm war, und das habe ich seit Anfang an verfolgt und kritisiere ich seit Anfang an, ist die Art und Weise, wie die Regierung es kommuniziert. Abgesehen davon, ich meine, ist mir schon klar, dass man ganz gerne im Rampenlicht steht, gerne eine Pressekonferenz nach der anderen macht, in einer Pressekonferenz genau dasselbe sagt wie in der nächsten oder sich sogar widerruft. Zuerst sagt man, ja, fürchterlich, werden Hunderte sterben, Tausende sterben, dann wiederum der Silberstreif, dann werden wieder welche sterben. Das heißt, diese Kalt-Warm-Technik gefällt mir absolut nicht. Aber abgesehen jetzt von diesen vielen, vielen Pressekonferenzen, die da abgehalten werden, man hat mit der Angst gearbeitet. Es gibt nichts Schlimmeres und nichts Widerwärtigeres, als ein Volk in Angst und Schrecken zu versetzen, um auf diese Weise seinen Zweck zu verfolgen. Sei er noch so positiv gemeint, das will ich jetzt nicht in Abrede stellen. Aber mit Angstparolen, das ist der absolut schlechte Weg. Ich kann nur hoffen, dass wir ein Jahr 2021 haben werden, in dem sich sehr viel ändert, zum Positiven ändert. Momentan sehe ich es nicht wirklich so. Noch einmal auf die einen zukommen, die Verschwörungstheoretiker, auf der anderen Seite die, die einfach alles widerstandslos hinnehmen. Vielleicht sollten wir einfach, das, was mir fehlt, auch in der Politik fehlt, ist dieser Mittelweg. Einfach diese Mitte, die gibt es nicht mehr. Es gibt nur mehr die Extreme. Und es liegt aber an uns allen, diese Extreme zu sagen, denen die ins Abseits zu stellen und zu versuchen, einen gemeinsamen mittleren Weg zu finden, um einfach wieder eine Gesellschaft zu werden, die vieles bewerkstelligen kann. Was mir fürchterlich wehtut, ist, wenn ich sehe, dass Menschen, die, und ich glaube, das ist in der Zweiten Republik einmalig, dass gleichermaßen Unternehmer wie Arbeitnehmer betroffen sind.
Früher hat man immer gesagt, na gut, wenn das passiert, dann leiden die Arbeitnehmer darunter oder die Unternehmer, aber momentan leiden alle darunter, sowohl Arbeitnehmer wie Unternehmer. Leiden tun, wie gesagt, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, es leidet auch die Kunst. Und man kann jetzt leicht sagen, ja, die Künstler, na, die Künstler, ich höre immer wieder solche Sprüche, aber ja, die Künstler, die verdienen eh so viel, an Dreck, stimmt ja gar nicht. Na, die Künstler, die machen das nur zu ihren Spaß. Na, Gott sei Dank arbeiten die zu ihren Spaß. Es ist nämlich auch zu unserem Vergnügen. Also man soll alle nicht vergessen und hör mal auf, sich gegenseitig den schwarzen Peter zuzuschieben. Alle, die das tun, tun sich selbst und der Gesellschaft keinen Gefallen. Ein Punkt, der mich auch noch stört, ist diese, ja, sagen wir mal, nicht gerechte Verteilung der Ressourcen in Zeiten wie diesen, dass manche wirklich nichts bekommen und manche alles. Mag sein, dass jetzt der eine behauptet, das stimmt nicht, doch es ist so. Wir haben immer wieder, hören immer wieder von Leuten, dass sie wirklich komplett durch den Rost durchfallen. Dass sie keinen Betrieb mehr haben, dass sie keinen Job mehr haben und dass sie wahrscheinlich auch keinen Job wie diesen in der Form in der nächsten Zeit bekommen werden. Ich kann noch einmal daran appellieren, es gibt immer diese Extreme, wobei mir fehlt die Mitte. Und die Mitte ist dann, wenn man versucht, auch als Regierung nicht nur sich zu profilieren, sich durch Pressekonferenzen wichtig zu machen, sondern auch die Opposition dementsprechend einbindet. An den Entscheidungsprozessen mitwirken lässt, damit kann man wirklich sagen, es ist der österreichische Weg, der bis jetzt immer funktioniert hat. Allein wird es nicht funktionieren und ich kann nur hoffen, dass man ein bisschen umdenkt. Ich hoffe mit meinen Worten, ich will niemanden angreifen, aber ich will eins versuchen, dass man ein bisschen nachdenkt. Und damit wünsche ich einen wunderbaren ersten Advent. Keine Angst, ich komme wieder, weil Themen gehen mir nie aus.